Burger, Pommes, Nuggets, go. Und damit, hallo und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal ein sehr besonderes Video und zwar, wie es wahrscheinlich schon einige mitbekommen haben, hat Capital Bra eine eigene Pizza rausgebracht. Und zwar die Gangsterella. Ja. Und er hat zwei verschiedene Pizzen rausgebracht. Einmal diese hier mit Grillgemüse an Soßen, Hanfsoße und Creme fraiche. Und er hat dann noch eine mit Rindersalami rausgebracht, die ich sogar noch lieber getestet hätte. Allerdings gab es sie in dem Laden, wo ich war, nicht mehr. Deswegen habe ich dann zu der Grillgemüsepizza gegriffen. Und ich bin echt mega gespannt. Erhältlich sind sie wohl laut seinem Werbevideo bei Kaufland, Rewe und Edeka. Allerdings habe ich sie jetzt in einigen Filialen nicht entdeckt und dann nach ein bisschen Suche und Freunden, die mir gesagt haben, wo und wie es sie gibt und ein bisschen googeln, habe ich sie dann bekommen. Ich komme ja aus Berlin, deswegen habe ich da ziemlich viel Auswahl und habe sie dann zum Glück auch am Ende noch bekommen. Ja. Vegan ist sie. Sie ist vegan. Und ich weiß nicht, ich hätte jetzt null erwartet, ja, dass Capital Bra eine Pizza rausbringt, weil er ist Deutschrapper. Jetzt muss ich dazu auch nochmal sagen, musikalisch, ich höre ihn musikalisch. Er hat schon ein paar Songs, die ziemlich cool sind. Die Sache ist, allgemein Deutschrap höre ich jetzt nicht mega viel so, aber doch, ich finde Capital Bra macht schon ganz schön geile Songs. Und hier hinten ist auch nochmal so, ne? Extra viel Paprika, Spinat, Zucchini, Kirschtomaten und Mozzarella. Macht einen auf crunchy, ist innen aber baba soft. Ja? Hanfsoße und Creme fraiche. Heizt deinen Ofen ein. Ja, Bra nicht vergessen, Folie entfernen. Eiskalte Pizza auf mittlerem Rost, auf mittleres Rost legen und 10 bis 12 Minuten backen. Ich habe sie allerdings deutlich länger als 10 bis 12 Minuten drin gelassen. Ich weiß, mein Ofen ist aber auch so ein bisschen komisch, deswegen. Weil ich habe sie ab und zu so nach 10, 15 Minuten rausgeholt. Hab dann mal so geguckt, ne? Ist die fertig? Innen drin war die noch irgendwie ein bisschen kalt. Aber wie gesagt, mein Ofen ist auch ganz komisch irgendwie. Deswegen, aber ansonsten, ja, also sie sieht jetzt ziemlich lecker aus. Was ich auch ziemlich krass finde, guckt mal. Was ziemlich spannend finde, hier sind auch so Grillspuren auf dem Gemüse. Seht ihr das? Also sehe ich hier gerade auf einer Paprika. Also, sie wurde auch vorgebacken. Ja? Ich habe mir das so ein bisschen genauer angeguckt nochmal. Und hier unten war das nämlich schon, bevor ich es geheizt habe, so ein bisschen, ne, so ein bisschen angebacken. Das heißt, deswegen wird sie wahrscheinlich auch so schnell, aber das ist bei vielen Pizzen, ne? Trotzdem bin ich sehr, sehr gespannt. Und ja, sie hat 3,99 € gekostet, was ich schon eine Menge finde. Ja. Es gibt ja, gut, Dr. Oetker zum Beispiel, was kostet da eine Pizza? 3,50 €. Allerdings gibt es da manchmal so Angebote für 2,50 € oder so. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich finde es eine geile Idee. Und ich finde auch cool, dass er hier, ist ja wirklich schon fast so ein kleiner Fanartikel von ihm, weil er ist sich da sehr treu geblieben, ja, mit seinem Bra und Lelele und ne, seinen ganzen so coolen Sprüchen, die er hier trotzdem noch raufknallt. Finde ich ziemlich cool. Ich bin auch echt gespannt. Ich finde auch cool, dass er zwei rausgebracht hat, ja, auch eine mit Grillgemüse. Und ja, ich werde einfach mal probieren. Ja, sie sieht sehr gut aus. Vorher, nachher. Was sagt ihr? Ich probiere einfach mal, ja. Also, Capital Bra hat auch so ein bisschen damit geworben, meinte, macht, ja, er stand da so mit Köchen in dem Video und meinte, ballert alles, alles coole, besten Käse, alles rauf, ja.
Und man schmeckt auf jeden Fall Mozzarella drauf. Ich glaube auch noch ein anderer Käse. Und es sind auch nicht so feste Mozzarella-Stücken, sondern so ganz viel Verschiedenes, ja. Und ich finde, das schmeckt echt ziemlich nice. Es schmeckt aber auch anders. Und man schmeckt auch dieses so beim ersten Reinbeißen. Man schmeckt halt so auf den ersten Biss so von dieser Paprika auch dieses so gegrillte irgendwie. Es schmeckt halt wirklich sehr gegrillt. Ich probiere mal hier nochmal so eine Zucchini. Schmeckt gut. Also es schmeckt halt wirklich so ein bisschen gegrillt so. Ja. Man schmeckt da auch noch so eine leicht andere Käsesorte raus, ja. Die einen mögen sie, die einen wahrscheinlich eher nicht so. Ich finde sie okay. Also ich muss sagen, ich bin irgendwie begeistert. Ich finde cool, dass er so einen Schritt macht, ja, weil es auch echt eine spannende Sache ist und ich war auch echt gehypt darauf, die mal zu testen, ja. Und man schmeckt die Soße auch gut. Also achso, ich weiß nicht, wenn ich vorhin vegan gesagt habe zu der Pizza, stimmt das nicht? Vegetarisch, entschuldigt. Aber ich finde diese Pizza echt mal eine spannende Sache, ja. Und hier steht auch nochmal, bra, hol die Pizza, ja. Ich finde es, ich glaube, er hatte auch mal in einem Song irgendwann mal irgendwie so eine kurze Line gehabt mit einer Pizza. Ich würde sagen, so kommen wir zum Fazit, ja. Ich finde es eine coole Idee. Ich finde sie lecker. Preis, ja, sie ist schon ziemlich groß. Ja. Sie erinnert mich zum Beispiel, ich weiß nicht, kennt ihr die noch? Diese American Pizza, die ich mal getestet habe. Diese größere, diese fluffige. Ein bisschen so erinnert die, weil die auch irgendwie sehr aufgeht. Deswegen ist es natürlich auch nochmal besonders viel. Guck mal, die ist wirklich schon ziemlich dick mit dem Belag. Deswegen 3,99 sind da vielleicht sogar noch völlig in Ordnung. Ich finde es echt mal eine spannende Sache. Die einzige Sache ist, sie ist halt sehr schwer zu finden derzeit. Aber das ändert sich wahrscheinlich auch noch. Und ja, ich mache meine Punktevergabe mal. Von 1 bis 10 Punkten. 10 ist gut, 1 ist schlecht. Ja. Gebe ich der Pizza 8 von 10 Punkten. Es ist jetzt keine Pizza, wo ich sage, wow, so die muss ich mir jetzt jedes Mal holen. Es ist aber auch keine Pizza, wo ich sage, ja, die würde ich mir jetzt nicht nochmal holen. Also kann man schon mal machen. Sie ist auch ziemlich groß. Sie hat echt so einen leicht neuen Geschmack irgendwie. So, irgendwie schmeckt es so nach mal was Neuem so. Und ja, also ich bin begeistert. 8 von 10 Punkten ist sehr gut abgeschnitten. Ansonsten schreibt ihr mir doch mal rein in die Kommentare, wie ihr sie findet, falls ihr sie schon gegessen habt. Und vielleicht können wir auch nochmal machen, dass ich die Rindersalami-Pizza probiere. Ich weiß nicht, wärt ihr dafür oder sagt ihr, teste doch mal lieber das und das. Von daher lasst gern ein Abo da, ein Like und wir sehen uns beim nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen.